Die ultimative Kreiselshow. Platz 7. Der Kreisel am Flugplatz. Ich denke mir immer, wenn ich nach Egelsbach reinfahre, hier geht's rund. Der Kreisel, der ist total super. Dass es schlecht aussieht, ist natürlich auch ein Nachteil. Und das Problem ist, dass der Kreis dafür verantwortlich ist. Und es dauert immer ein bisschen, bis da Bewegung reinkommt. In der punktuellen Dürre der ideale Standpunkt eines neuen Fluglotsen. Aber das ist ja, wie soll ich es nennen, hessische Steppe? Ödland. Ja. Mad Max-Szenario, oder? Das hätte man da drehen können. Dieser Kreisel ist eingeschlagen wie der Eisberg auf der Titanic, sage ich dir. Hammer. Platz 6. Der Buskreisel. Der rote Punkt des Wahnsinns. Avada Kedavra, Simsalabim, dieser Kreisel macht keinen Sinn. Hex, Hex. Also diesen Kreisel, den müssen wir gar nicht erwähnen. Der ist ja wirklich unnötig wie eine Ampel in der Fußgängerzone. Bekloppt. Der ist ein bisschen eng, aber ist doch ganz nett. Ja, haben wir vorher auch gemocht. Alter, ja eben. Früher hat es sich nicht beschwert. Ja? Heute sind sie nur am Meckern. Den sie extra für uns gebaut haben. Ja, die Simpel hier von der Gemeinde. Ja, den machen sie zu klein. Das ist der Wildbrand-Gedächtniskreisel, wie man ihn hier wohl schon nennt. Ist der, der Egelsbach in ganz Deutschland berühmt gemacht hat, denn ich war in jeder Fernsehnachrichtensendung, lokalen, RTL, ZDF, überall gewesen. Ist blöd gelaufen. Der Kreisel, der ist total spitzenmäßig. Und der Bus? Was doch. Platz 5. Der Kreisel am Radschnellweg. Die nächste Wiese für die Schafe? Ah, das ist doch der Kreisel da hinten bei der K168 da am Radschnellweg. Boah, ein bisschen buschig in der Mitte, gell? Aber früher hat's ja doch auch nichts dagegen, Schosch, oder? Ja, aber heute, Günther, der muss glatt rasiert sein, der Kreisel. Nicht so wie das, das ist eine Schande für Egelsbach. Also so wie das Ding zugewachsen ist, glaube ich ja echt, da hat jemand eine Marihuana-Plantage versteckt. Meinst du? Andere Gründe kann ich mir nicht vorstellen, dass das Ding nicht gemäht wird. Meinst du, es liegt der grüne Bürgermeister? Dass möchte der da ich so jetzt zwei sagen. Fliegen mit einer Klappe quasi? Große Klappe. Platz 4. Der Kreisel in der Bayers Eich. Mikado für Künstler oder Verkehrsschildergrab? Also da in Bayers Eich, der ist ja auch super schön. Ne? Wir haben ja lang gerätselt, ist das jetzt Kunst oder ist das vom Bauabfall übrig geblieben? Und keiner weiß es. Nee, fällt mir jetzt nichts dazu ein, außer Kreisverkehr. Also der Bayers Eichkreisel, das ist ein schöner, da komme ich wenigstens mal durch. Und ab und zu gibt es so einen Verbappte, der da dran tanzt. Ich meine, es ist ja ganz lustig. Ich weiß auch nicht, wo sie den hergefunden haben. Aber den sollen sie wieder da anbinden, wo der herkommt. Also der Kreisel, der ist bombastisch. Platz 3. Der Kreisel am Bahnhof. Treffpunkt der Bedürftigen. Also ich sag ja immer, das ist eh nur ein Testzentrum für Stoßdämpfer, der Kreisel am Bahnhof. Da fährt man einfach drüber. Also den Bahnhofskreisel in Egelsbach, den kenne ich sehr gut. Den habe ich mehrmals schon nachts ausgemessen. Mein Handy hat da auch schon mal gelegen, mehrere Tage. Ja, da ist da nichts zu tun. Ist schön geteert, hat man gleich seine Ruhe mit, ist aber viel zu klein. Also ich versuche schon irgendwie 2 bis 3 Mal die Woche da im Kreisel zu sein, einfach weil es die beste Stelle ist. Ja? Also
wenn du irgendwo einen guten Fang kriegst, dann da vor Ort, ja. Was machst du hier? Ja. Das ist die beste Stelle für einen guten Fang. Du kannst hier nicht angeln, das geht nicht. Warum denn nicht? Du vertreibst meine ganze Kundschaft, mein Lieber. Ja, aber ich muss hier bleiben, es geht nicht anders. Nein, das geht nicht, du musst weg von hier. Das könnt ihr jetzt nicht wissen, ne? Aber den Stuhl da, das war meiner. Dann sitzt der Depp da drauf, dann hupt der blöde Fahrer da und mit seinem knorrigen Hintern durchbohrt er mir den Stuhl. Mein Campingstuhl. Platz 2. Der Kreisel im Brühl. Naturschutzgebiet im Kleinklima. Ja, wenn ich da an diesem Kreisel bin im Brühl, dann fühle ich mich schon glücklich. Ne, ist ein super toller Kreisel. Da gibt es jetzt zwar nicht viel zu bestäuben, ne, aber an sich super toller Kreisel. Ey, das ist doch der Kreisel im Brühl, oder nicht? Was machen denn die zwei Kerle da? Die beiden Vögel. Alter, Schosch, ich sag's dir. Die springen da ganz komisch rum, guck mal. Schosch, ich sag's dir, die brauchen alle meinen Job. Ist doch nicht mehr witzig. Komm, ist doch einfach nur traurig, guck's dir doch an. Das ist schon ein schöner Kreisel da im Brühl, also wirklich. Das ist das Schönste, doch. Da kann man nicht drüber fahren. Also, ich meine, der ist ja präsent. Der ist viel zu schade. Mhm. Wie gesagt, das Häuschen ist ja auch echt, also wirklich feudal eingerichtet. Ja, machst du ja auch einen Lack kaputt, wenn du da drüber fährst, wenn ganze Gras, der ganze Scheiße, der ist. Ja, das ist ja auch unschön, das macht mir auch nichts. Ne? Ja. Platz 1. Der Kreisel im Kinderzimmer. Hier spielt die Zukunft.